Push the button. Oh mein Gott, Stegi hat mir geschrieben, The Phobis S01 E03 Ellie Carey. Ja, toll. Na, vielen Dank. Um das kurz zu erklären. Tomorrow hat außerdem Stegi unseren Folgennamen geschickt. Oh, deine Fans sind gut. Ja, wer kommt? Die meisten großen YouTuber, alle die Scheiße drauf, sagen ja, hi, tschüss. Und du, oh, woher kennst du mich? Komm jetzt mal. Okay. Hey, oh, warte kurz, meine Maus hat Geräusche gemacht. Okay. Hey und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir machen heute Tür 7 auf Timoja wieder mit Jumaro. Hallo. Meine Maus macht Geräusche. Die geht ständig aus. Die ist schon wieder die Dedos-Ente von letztem Mal. Die ist genau gleich. Da war in der vierten Tür war die doch. Übrigens, Stegi ist hier und da sagt er einfach nicht Hallo. Das ist ganz schön gemein. So, sollen wir anfangen? Ich möchte ganz kurz am Anfang sagen, dass ich das schon gemacht habe, weil ich Angst hatte. Aber es war auch ganz gut, denn das Jump'n'Run ist verwirrend. Es gibt hier keinen einzigen Checkpoint, einfach keinen einzigen. Viel Spaß schon mal. Nach dem Jagd, nach dem Hasentod. Echt jetzt? Du musst einfach nur versuchen, nach oben zu kommen. Und wundere dich nicht, wenn immer wieder dasselbe kommt. Das gehört so. Tot. Leute, Alter. Die Eileen sollte tot. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich komme wieder nach unten, warte. Ich bin verwirrt, ich muss glaube ich da hoch. Ich glaube, der kennt dich wirklich. Ich glaube, der kennt dich wirklich, wirklich. Ja, sonst wüsste er das nicht. Ja, aber. Nach oben. Hä? Das geht aber hier gar nicht an der Stelle, wo ich gerade bin. Wo bist du denn? Hier. Ich kann hier nicht, man kann nicht. Dann musst du versuchen, ja, in eine andere Richtung zu gehen. Ich gebe mir zu, aber der macht das, kann das auch nicht. Tim ist doch manchmal da unten. Ja, der ist schon tiefer als ich. Aber Tim kommt doch manchmal. Egal, oh lol, als ob ich da runtergefallen bin. Ah. Das ergibt alles hier gar keinen Sinn. Ich sag ich doch, deswegen war es echt gut, dass ich das noch schon gemacht habe. Du musst einfach versuchen, nach oben zu kommen. Also Tim macht das für seine Videos, der Stegi macht keine Ahnung. Aber der ist immer hier. Also der macht halt bis jetzt auch jedes Jump'n'Run gemacht. Push the button. Oh mein Gott, Stegi hat mir geschrieben, The Phobis S01 E03 Ellie Carey. Ja, toll. Na, vielen Dank. Um das kurz zu erklären. Tomorrow hat außerdem Stegi unseren Folgennamen geschickt. Ah. Oh Mann. Aber er hat nicht mehr. Cap, ist das verwickelig? Hat, wo hat er das Ding geschickt, bitte? MSG. Wichse. Ich habe jetzt 1000 Mal die Nachricht gelöscht, was ich schreiben wollte, weil ich nicht wusste, was ich zurückschreiben soll. Jedes Mal, wenn Stegi irgendwas macht, ne, bringt er mich dazu, dass ich nichts mehr machen kann. Das ist richtig uncool, Stegi. Ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll. Ich springe jetzt wieder nach unten, das ist falsch, aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich hab's doch gerade eben schon geschafft, Alter. Alter, ich krieg gerade das echt. Ich hab so Zittern und so Zeug. Ohne Sinn. Hashtag ohne Sinn. Guck mal, er kann dich halt nicht anschreiben. Da musst du nicht anschreiben. Sag mir, dass er mit Frauen mag. Ist so, ist einfach so. Stegi mag nicht Frauen, er mag keine männlichen Leute. Er hat mir geantwortet. Ich hab ihn gerade beleidigt, er hat mir geantwortet. Echt? Ich hab geschrieben, du Arsch. Das hat er mir auch geschrieben, der schreibt er immer. Alles klar.
Ich finde ruhig, ihr könnt dann auch gleich ein 1 vs 1 gegen uns machen. Hä, was? Er kann gleich ruhig ein 1 vs 1 gegen uns machen. Er schuldet mir noch uns. Alles da. Als ob ich jetzt komplett runtergefallen bin! Hä, ich will nicht mehr! Mich regt das. Ich schaff das einfach nicht! Was ist denn da? Ich fall nicht runter, aber ich bin an dieser einen Leiter, wo man langsam, aber sicher immer höher, also wo man dann wirklich relativ hoch ist. Oh, jetzt hab ich's geschafft. Aber ist ja trotzdem nicht so leicht. Hä, aber wie? Er schreibt das immer. Er hat zu mir auch Mimimi geschrieben, als ich geschrieben habe, dass ich Lex hatte. Und wenig FPS und wenig Ping, als wir Battles gegen ihn gespielt haben. Hat auch Mimimi geschrieben. Lass dir mal was Neues einfallen. Wieso kriege ich das denn jetzt nicht hin? Ich sollte nicht so laut sein, meine Mutter schläft. Dass man ihnen schreiben kann, ist irgendwie komisch. Wie kann man ihnen denn schreiben? Schreib ihn nicht nochmal. Nein, aber wieso kann man? Weiß ich nicht, weil es nicht aufgestellt hat. Ich glaube, bei Timo ist es so, du musst es jedes Mal, wenn du online gehst, wieder deaktivieren. Ich bin in Stegi drin und alles da. Ist am Spawn oder was? Hat jemand geschrieben? Ich weiß nicht, wohin! Hä, du hast es doch schon gemacht. Ja, eben! So. Ich krieg grad gar nichts mehr hin. Auf der Jagd nach dem Hase. Nein! Fehler, aber ich bin irgendwo gelandet, wo ich noch überlebt habe. Also ich bin nur ein bisschen runtergefallen. Stege muss sich doch hier voll genervt fühlen. Ich weiß gar nicht, ob die alle versuchen, ihn anzuschreiben. Meistens geht man ja davon aus, dass man das nicht kann. Ich meine nicht hier deswegen, ich meine, weil alle über ihn reden die ganze Zeit. wieso kann ich denn da oben nicht hinspringen? Das macht halt... Ah, da bist du, ich bin neben dir. Easy. Als ob! Ich dachte, ich bin vorbei. Ja, das ist schon relativ weit, aber das ist gar nicht so schwer. Ich weiß, aber ich... Nice. Halt die Fresse. Ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, wo soll ich denn jetzt wieder hin? Och, mein Tomaru, ich mag das nicht. Nice. Ich sehe jetzt schon, dass Spiel das Video ansieht und es auslacht, aber egal. So, okay, wo muss ich jetzt hin? Ich bin hier ganz oben. Fuck, von hier konnte man nicht springen. Ich will nicht mehr. Weißt du. Hä, Eileen, wie soll man das denn machen? Ich bin hier oben auf so einem. Ist das jetzt hier dieses Trollololol? Wie soll ich das denn machen? Ich bin wieder ganz unten, ne? Nein! Schneidest du sowas raus oder lässt du es drin? Ich lass das drin. Oh mein, ich kann nicht mehr. Eileen? Ja! Nein! Nein! Was am Ziel ist? Ich bin in so einem Ding gefallen, wo man nicht mehr rauskommt. Warum lachst du? Weil ich das lustig finde. Das ist alles neu machen. Ja, ich auch. Also von daher ist mir das egal. Das lässt du eh nicht drin. Ja doch, ich lass Uncut. Ja, wenn du es 7-mal gemacht hast, dann lässt du es dann immer noch. Ja. Ist eh immer das gleiche, von daher fällt es eh nicht auf. Also. Aileen, guck mal, wo du bist. Ich bin hier unten. Was mache ich denn hier? Ja. Wo muss ich denn? Ach, da unten muss man. Stimmt, man muss ja erstmal hier runter wieder. Man muss voll. Man muss hier immer oft voll zurückgehen. Ich möchte nur mal anmerken, ja, als ich das ohne Aufnahme gespielt habe, habe ich es gleich bei First Try geschafft. Ich bin nicht ein einziges Mal runtergefallen. Okay, einmal. Es gab so einen einzigen Sprung mit Decke. Er kommt da nicht weiter, also sollte ich da nicht hingehen. Eileen, ich weiß ja nicht, wie das dir geht, aber irgendwie sind die Sprünge anders, wenn man sie zweimal macht. Wie? Also ich bin jetzt... Ich will nicht mehr. Ich will echt nicht mehr. Das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Das ist einfach nur noch Qual. Und ich hasse alle Menschen, die diese Jump-Mods erstellen. Obwohl, nein, 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 das geht eigentlich voll klar. Nein. Nein!
Aber es geht ja voll klar. Ja, geht's ja auch. Hey, ich seh dich, lol. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich war schon links hier und hab auch von 0 angefangen. Ich hab ein paar Mal mehr von 0 angefangen. Oh lol, ich kann hier runtergehen. What the fuck? Ich hab's schon mehrmals hier geschafft, aber. Hier war ich aber nicht, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Ja, man kann mehrere Wege gehen. Aber hier geht's nicht weiter. Doch hier so, und dann musst du so, dann musst du hier wird da oben geht's nicht weiter. Doch, soll ich hier kommen? Bist, komm hier hoch. Hier, das war. Oh Mann, das war genau der Weg, den ich auch beim ersten Mal gegangen ist. Also hier bin ich auch lang gegangen. Es gibt mehrere Wege, Ali. Man kann hier an mehreren Orten lang gehen. Übrigens hätte ich ein Intro, würde ich das mit Stegi vors Intro schneiden. Das ist ein ganz besonderer Moment für mich. Ich hab als ob es leckt. Ich hab übrigens was anderes geschrieben, als ich gesagt habe. Was denn? Gesagt. Du Lappen, mitten in unserer Aufnahme. Da schreibt der Mimi. Trotzdem. Er mag trotzdem nur Frauen. Also mit Frauen, mit mögen meine ich auch gerne nicht mögen, so wie ihr jetzt denkt, einfach nur so mögen, leiden können. Geht mal auf Twitter und guck mal, wen er so folgt. Und jetzt Ruhe. Und dann seht ihr es! Ich fühle mich so scheiße, wenn ich ständig dasselbe machen muss und ich weiß, eigentlich ist es gar nicht dasselbe, aber irgendwie ist es halt irgendwie schon dasselbe, weißt du? Ich fühle mich einfach so, als würde ich nicht vorankommen, das mag ich nicht. Du kommst eh nicht einfach voran im Leben. Halt die Fresse. So, hier lang. Hier. Ist Stegi eigentlich am Ziel oder wieso labern die alle, die sind irgendwie drin? Ich weiß nicht. Ach, du hast ihn auch noch gar nicht gesehen. So. Nö. Also schön, wieder. Hier kann man endlich mal Menschen anhaben. Ja, ist gerade nicht so voll. Das wurde jetzt hier wieder voll, die Fanboy-Folge. Ich bin bei dem Sprung, wo ich hängen geblieben bin, weil hier so eine Kackdecke ist. Ich hab ihn geschafft. Ach ja, jetzt kam mir noch der Eckensprung. Ach, ich hab ihn geschafft. Lauf mal vor, ich werde hinterherlaufen. Gleich bin ich an dem Ort, wo ich nicht mehr weiterkomme. Wenn ich jetzt hier runtergefallen, hätte ich geweint. Ich hätte einfach geweint. Eileen, ich bin das Ende im Gelände. Ja, musst du zurück. Und ich muss hier hoch und dann muss ich hier... Hä, als ob du über mir bist! Ja. Hä, ernsthaft? Ist doch egal. Ja, aber... Passiert mal. Nein! Sag ich doch! So ein Scheiß erfunden, ich verfluche jeden, der sowas gemacht hat. Hier lang. Was ist denn das, Alter? Als ob die es alle geschafft haben. Oh, es geht doch so weit nach oben, ne? Eileen, 4 Minuten darf man gebrauchen, ne? Ich weiß. Aber ich hab's ja schon geschafft, also wenn ich jetzt abbreche, ist nicht so schlimm, weil ich hab die Medaille schon. Ich fall immer wieder runter. An der einen Ecke hier. Ernsthaft? Ich weine, okay? Ich weine gleich einfach. Bist du komplett runtergefallen? Nein. In so eine leere Gruppe, wo ich war, auch schon mal war? Nein. Nicht komplett, aber viel. Eileen, werde ich dich hier entweder etwa besiegen? Nein. Schnell, Eileen, what's up? So schnell ist du bitte vor das Intro. Jumaro misshandelt Eileen. Verliert. Die Folge heißt Jumaro misshandelt Eileen. Klicks! Klicks! Nein! Als. Oh mein Gott, ich bin nicht über Wasser. Boah. Ja. Übrigens, danke an die Stegi, wegen dir zitter ich jetzt die ganze Zeit. Das macht's nicht einfacher. Wirklich nicht. Zittern, Maul. Mäus. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab echt keine Lust mehr. Stegi, was hältst du von der Figur? Stegi, was hältst du von dem Ort? Hatte die echt diese Scheiße geschickt? Oh, wie peinlich, Alter. Ja. Ich kann es aber nochmal nachgucken.
Nee, kann nicht mehr nachgucken, ist weg. Aber ich hab's auf Video. Wie peinlich ist das denn? ich war erstmal verwirrt, so, what the fuck, so, hä? Also, ich hab doch Stiggy gar nicht angeschrieben, sowas. Hä? Irgendwas läuft falsch. Aline, komm mal hier hoch, endlich. Halt die Fresse. Lass mich in Ruhe. So. Ja, als ob ich so weit runtergefallen bin. Ich war so viel weiter oben. Ich bin auf dem Boden. Ich verstehe einfach nicht, warum ich gerade so unnormal lange dafür brauche. Und das einfach ohne Aufnahme. Wenn du das letzte Mal First Try gehabt hast, war einfach nur genau richtig gesprungen und so. Jetzt, wenn du jetzt mal einen Fehler machst, ist halt kein First Try. Und First Try ist immer schnell. Und du hast, guck mal, im First Try 6 Minuten gebraucht. Du musst es im First Try in 4 schaffen. Das ist doch lächerlich. Ich brauche aber keine Gold. Ich brauche irgendeine Medaille. Es kann auch Bronze sein. Und ich habe ja schon Silber, von daher ist mir das egal. Ich bin kurz vom Ziel, wenn ich runterfall, weine ich. Da oben ist übrigens Stegi. Ah, Lappen. War kein Bock mehr. Ich wäre gerne da gewesen. Ich hätte mich gerne mal einmal Sache geschafft, alleine, komplett. Fick dich, ich hab's geschafft. Ja, toll. 51 Minuten? Das ist keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Stegi, ich will ihn runterschubsen. Ich würde ihn so lang. Wir haben 51 Minuten lang aufgenommen. Ich glaube schon, ja, keine Ahnung. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und war eine komische Folge. Spring mir nicht ins Gesicht. Guck bitte morgen vorbei, der Link ist in der Infobox und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!